Es war eine Geschichte, die zu dieser Zeit ganz Peru erschütterte. Eine erfolgreiche Frau, Mutter und Besitzerin eines großen Vermögens, wurde tot in ihrem eigenen Haus aufgefunden. Alles begann mit Enrique Rothstein-Pfeffer, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Polen geboren wurde. Er war im Immobiliengeschäft tätig und besaß ein sehr großes Vermögen. In der Vergangenheit hatte er mehrere erfolgreiche Immobilienunternehmen gegründet. Diese führten in den folgenden Jahren zu Streitigkeiten in seiner Familie. Enrique hatte 5 Kinder. 4 davon stammten aus seiner Ehe mit seiner ersten Frau. Sein 5. Kind war unsere heutige Heldin, nämlich Miriam. Sie wurde im Rahmen einer außerehelichen Beziehung zwischen Enrique Pfeffer und einer Frau namens Clarinda Soleres geboren. Nach Enriques Tod war es gesetzlich vorgesehen, einen Teil seines Vermögens auch Miriam zukommen zu lassen. Zu Lebzeiten hatte er bereits einen Teil des Vermögens an seine Tochter gegeben und den anderen Teil unter ihren Geschwistern aufgeteilt. Einen Rest des Vermögens behielt der Mann für sich. 1,5 Jahre später behauptete Enrique, Miriam und ihre Mutter hätten versucht, ihn zu vergiften. Ihm zufolge habe Miriam am 25. November 1999, als sie wusste, dass er Diabetiker war, versucht, ihn zu zwingen, ein Stück Kuchen zu essen, das auch eine bestimmte illegale Substanz enthielt, von der Miriam selbst sagte, sie sei nur ein gewöhnlicher Zuckerersatz. Außerdem behauptete der Mann, dass die Mutter des Mädchens anschließend versucht habe, ihm eine ziemlich große Dosis Glukose zu spritzen, weil sie glaubte, dass Enrique durch den Verzehr eines Stücks desselben Kuchens bereits geschwächt war. Er behauptete, sie hätten versucht, ihn mit Traubenzucker zu töten, um an seinen restlichen Anteil am Vermögen zu kommen. Aufgrund dieser Ereignisse beschloss Enrique sogar, sein Testament umzuschreiben, um das Geld nicht Miriam selbst, sondern ihrer Tochter Eva zu vermachen. Mit anderen Worten, nach dem Tod eines wohlhabenden Mannes sollte seine Enkelin fast sein gesamtes verbleibendes Vermögen erhalten. Zu diesem Zeitpunkt war das Mädchen etwa 15 Jahre alt und bis sie volljährig wurde, würde das gesamte geerbte Vermögen im Wesentlichen an Miriam Pfeffer gehen. Bald starb Enrique Rothstein. So wurde Miriam Besitzerin eines buchstäblich perfekten Anwesens. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits 2 Kinder. Ihr Sohn hieß Ariel und ihre Tochter war, wie wir bereits wissen, Eva. Beide waren zum Zeitpunkt des Verbrechens in einer Beziehung und vielleicht hatte diese Tatsache etwas mit den folgenden Ereignissen zu tun. Der Partner von Miriams Sohn war ein Mann namens Julio. Nach dessen Aussage waren er und Ariel seit langem befreundet. Eva wiederum hatte eine Beziehung mit einem Mädchen namens Liliana Castro. Es ist anzumerken, dass Miriam und ihre Tochter nicht miteinander auskamen. Es gab viele Beweise, die diese Aussage untermauerten, darunter auch ein Brief. Er wurde einige Zeit vor den tödlichen Ereignissen geschrieben. Liebe Eva, ich möchte dir wirklich schreiben, um zu spüren, dass du für mich da bist. Du weißt, dass du etwas ganz Besonderes bist und ich fühle mich nicht so, weil du meine Tochter bist. Obwohl du als Tochter schon etwas Besonderes für mich bist. Du lässt Träume wahr werden. Ich habe nie versucht, deine Zukunft oder deine Gegenwart zu planen. Ich habe dich immer einfach du selbst sein lassen, genau wie deinen Bruder. All das, weil ich glaube, dass es das Beste war, was ich für dich hätte tun können. Ich liebe dich sehr, oder besser gesagt, euch beide. Denk immer daran, dass du Herr deines eigenen Schicksals bist. Alles hängt von dir ab. Ich werde immer für dich da sein. Ich liebe dich, Mom. Als Eva wegen einer problematischen Situation, in die sie verwickelt war, von einer katholischen Universität in Peru verwiesen wurde, beschloss Miriam, sie nach Israel zu schicken. Dort musste das Mädchen den Militärdienst ableisten und die Mutter hoffte, dass sich dadurch das Verhalten ihrer Tochter ändern würde. Dieser Umstand verschlechterte jedoch nur die Beziehung zwischen den beiden. Es geschah am 15. August 2006 im Stadtteil San Isidro. Hinter Miriams Haus befand sich ein privater Park, danach begann wieder das Wohngebiet. Im Grunde war Miriam also von Nachbarn umgeben. Dann lebte sie mit ihren Kindern zusammen, die natürlich ihre eigenen Zimmer hatten. Miriams Zimmer lag am nächsten zum Park, der gewissermaßen zu ihrem Grundstück gehörte. An diesem Tag, dem 15. August, wurde Miriam Pfeffer in einer Lache ihres eigenen Blutes in ihrem Zimmer gefunden. Sie wurde von einem Mitglied des Wartungspersonals gefunden.
Diese Person kannte die Familie offenbar gut. Nach seinen Angaben kannte er die Familie sogar besser, als er hätte wissen müssen. Er war buchstäblich in jeden Familienstreit eingeweiht. Er behauptete, dass er dachte, die Mutter und die Kinder kämen nicht so gut miteinander aus. An diesem Tag betrat er das Haus, weil er Miriam die Zeitungen geben wollte. Langsam schlich er sich in ihr Zimmer und sah, dass in ihrem Zimmer etwas passiert war. Miriams Kinder waren zu diesem Zeitpunkt auch zu Hause und befanden sich in ihren Zimmern. Es stellte sich heraus, dass die Frau Opfer eines Angriffs war und an Erstickung starb. Offenbar hatte der Angreifer das Zimmer betreten und sie überrascht. Dennoch hatte sie noch Zeit, sich gegen den Angreifer zu wehren. Darauf deuteten verschiedene Faktoren hin. So war zum Beispiel einer der Fingernägel der Frau gebrochen. Unter dem Nagel wurden Blutspuren gefunden, die sofort zur Untersuchung geschickt wurden. Es wurde jedoch lange Zeit nichts zu dieser DNA-Probe gefunden. Die Ermittlungen ergaben, dass Miriam durch Strangulation mit einem Seil oder einer Art Draht starb. Später stellte sich heraus, dass es sich bei dem Gegenstand um ein gewöhnliches Telefonkabel handelte. Als sie gefunden wurde, war sie bereits seit mindestens 14 oder 16 Stunden tot. Das heißt, der Mörder kam zwischen 11 Uhr abends und 2 Uhr morgens. Später wurde jedoch auch gesagt, dass das Verbrechen um 6 Uhr morgens stattgefunden haben könnte. Miriam hatte auch einige Kratzer im Gesicht, einen Bluterguss am linken Auge, mehrere Verletzungen am Oberkörper und schließlich eine offene Wunde am rechten Oberschenkel. Diese Verletzungen deuteten darauf hin, dass sie bis zuletzt versucht hatte, sich zu wehren. Der Eindringling war höchstwahrscheinlich durch das offene Zimmerfenster eingestiegen. Als Miriam ihn sah, versuchte sie, sich zu wehren, aber wie wir bereits wissen, war sie nicht erfolgreich. Der erste Gedanke der Strafverfolgungsbehörden war, dass es sich bei dem Mord um einen Rachemord handeln könnte. Zunächst einmal hatte die Frau 4 Geschwister. Theoretisch könnten also alle von ihnen ihr Erbe wollen. 2 von ihnen hielten sich bekanntermaßen derzeit in Israel auf. Das war ein gutes Alibi, aber sie könnten trotzdem jemanden angeheuert haben, um sie zu töten. Miriams ehemaliger Geschäftspartner war jedoch der erste, gegen den ermittelt wurde. Es stellte sich heraus, dass sich in ihrem Zimmer eine Kommode befand, auf der unter anderem vielleicht das Porträt eines Mannes namens Binkes Flint stand. Er war so etwas wie der Anwalt der Verstorbenen und half ihr bei ihren Angelegenheiten. Ihm zufolge hatten er und die Verstorbene sich seit mehreren Monaten nicht gesehen. Nach dieser längeren Zeit war die erste Nachricht, die er über Miriam erhielt, über ihren Tod. Er erhielt an diesem Tag einen Anruf, woraufhin er ihre Angehörigen besuchte, um ihnen sein Beileid auszusprechen. Es stellte sich heraus, dass sie sich tatsächlich schon lange nicht mehr gesehen hatten. Aber sie hatten auch schon vorher eine Affäre gehabt und trotz der Aussage des Mannes und seiner Bereitschaft, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, war er in der Öffentlichkeit seit einiger Zeit besonders verdächtig. Nachdem er etwas in Vergessenheit geraten war, begannen die Ermittlungen gegen Miriams Familienmitglieder, insbesondere gegen diejenigen, die in jener Nacht mit ihr im Haus waren, nämlich ihre Kinder. In jedem Fall wurde angenommen, dass der Angreifer ein anderes Familienmitglied gewesen sein könnte, dass sie alle glaubten, dass Miriam versucht hatte, ihren Vater zu töten und dass sein Tod ihre Schuld war. All dies hätte schlimme Folgen haben können. Offenbar hatte die ganze Familie ein Motiv, sie zu beseitigen. Dafür gab es jedoch keine konkreten Beweise. Die Strafverfolgungsbehörden konnten nicht behaupten, dass die Kinder des Opfers oder andere Verwandte das Verbrechen begangen haben. Und das liegt vor allem daran, dass in dem am Tatort gefundenen Blut keine DNA von einem der Familienmitglieder Miriams gefunden wurde. Im Januar 2009 gestand ein kolumbianischer Mann namens Alejandro Trujillo Aspina den Mord an Miriam Pfeffer, während er eine Strafe wegen Erpressung verbüßte. Er teilte der Welt mit, dass er derjenige war, der der Frau das Leben nahm. Diese Information war bald in den Nachrichten zu lesen. Eine DNA-Probe, die zuvor unter dem Fingernagel der Frau gefunden worden war, wurde mit der DNA von Alejandro verglichen und das Ergebnis war positiv. Offenbar war er wirklich der Mörder der Frau. Die einzige Ungereimtheit war, dass er einfach keinen Grund hatte, dieses Verbrechen zu begehen. Was war sein Motiv? In der Zwischenzeit hatten die beiden Kinder der Verstorbenen ihre Partner bereits eingeladen, in das Haus zu ziehen, in dem Miriam zuvor gestorben war. Das war einige Zeit nach dem kriminellen Vorfall.
Sie brachten schnell ihr Hab und Gut dorthin und blieben dort für längere Zeit. Es muss gesagt werden, dass dieses Verhalten der Kinder des Opfers auf andere äußerst verdächtig wirkte. Was die Identität des Mannes betrifft, der behauptete, die Frau getötet zu haben, so wurde er am 10. Oktober 1975 geboren. Zum Zeitpunkt der Tat war er etwa 35 Jahre alt. Er war bereits zweimal vorbestraft. Nach 2003 wurde er zweimal wegen Diebstahls und illegalen Waffenbesitzes verhaftet. Im Jahr 2008 wurde der Mann erneut festgenommen und wegen Erpressung auf argentinischem Staatsgebiet verurteilt. Gegenüber der Polizei gab er an, dass ein Mitglied der Familie der verstorbenen Frau hinter der aktuellen Straftat steckte. Ihm zufolge wurde er angeblich als Täter angeheuert. Es schien so, als ob sich die Dinge endlich zuspitzen würden. Später sollte sich herausstellen, dass dies nicht ganz der Wahrheit entsprach. Obwohl zum Zeitpunkt des Geständnisses des Mannes alle Schuld auf Miriams Tochter fiel, die angeblich ein Motiv hatte. Gleichzeitig wurde die Geschichte von Miriams Tod noch verworrener. Während der Ermittlungen gab Trujillo zu, dass die Person, die ihn mit dem Verbrechen beauftragt hatte, Eva Bracamonte, Miriams Tochter war. Doch dann begann er, dies zu leugnen und behauptete, er habe nur den Raub begehen wollen. Er gab an, das Haus aus eigenem Antrieb betreten zu haben, nur um die Frau auszurauben. Er sei in das Haus über den Hinterhof gelangt, indem er sich durch den Gitterzaun schlich. Im Hinterhof gab es jedoch keinen Zaun. Außerdem befanden sich die Häuser der Nachbarn in der Nähe. Er hätte also erst über deren Grundstück gehen und dann in Miriams Haus eindringen müssen. Es wäre schwierig, das zu tun, ohne dabei gesehen zu werden. Die Theorie, wie der Täter über den Hinterhof ins Haus gekommen war, warf also einige Fragen auf. In diesem Fall gab es mehrere Verdächtige. Ariel Bracamonte, der Sohn der Frau, wurde nicht so stark in die Ermittlungen eingebunden. Er wurde weitaus weniger befragt, als man es hätte tun sollen. Auf jeden Fall hatte er auch ein Motiv. Nach dem Tod seiner Mutter hatte er Eigentum, ein Auto und Bargeld erhalten. Das Geld hat er nach eigenen Angaben für einen Anwalt ausgegeben. Dann natürlich Eva Bracamonte, die den Besitz, die Leitung der Firma ihrer Mutter und schließlich das Bargeld geerbt hat. Die dritte Person könnte auch Liliana Castro sein, die Evas Freundin war. Sie hatte nach dem Tod von Miriam ebenfalls Zugang zu einigen Leistungen. Und vielleicht die Person, die das Haus direkt betreten und den Plan ausgeführt hat, nämlich Alejandro. Es scheint, dass derjenige, der an diesem Tag im Haus war, ihm geholfen hat, durch die Vordertür einzudringen. Es gab auch Hinweise darauf, dass das Garagentor offen stand und dass jemand es absichtlich in dieser Stellung gelassen hatte. Es wurde diskutiert, dass Eva das stärkste Motiv hatte. Das Erbe und die Tatsache, dass Miriam ihre Beziehung zu Liliana nicht besonders gut hieß. Das schien ein wenig seltsam, denn laut ihrem Bruder hatte ihre Mutter kein Problem damit, dass er eine nicht traditionelle Orientierung hatte. Ihm zufolge akzeptierte sie es sogar. Es war also nicht klar, warum Miriam sich mit der Tatsache, dass ihre Tochter lesbisch war, so unwohl fühlte, während es für sie in Ordnung war, dass ihr Sohn eine Beziehung mit einem anderen Mann hatte. Im Jahr des Prozesses gegen Eva erklärte Ariel, dass seiner Meinung nach seine Schwester schuldig sei. Auch anderen wurde immer klarer, dass sie diejenige war, die das Garagentor offen gelassen hatte, damit der Mörder eindringen konnte. Wie alle anderen beschuldigte Ariel seine Schwester, das Erbe mehr als alles andere haben zu wollen, weshalb sie einen solchen Schritt unternommen habe. In Wirklichkeit gehörte Eva das Erbe bereits. Warum sollte sie ihrer eigenen Mutter das Leben nehmen wollen? Ein Indiz war, dass Eva in der Nacht des Unfalls einen Anruf erhalten hatte. Dieser Anruf erfolgte direkt vom Telefon ihrer Mutter aus und dauerte nur wenige Sekunden. Es könnte sich um den Anruf eines Testamentvollstreckers gehandelt haben, der vermutlich auf diese unkomplizierte Weise mitteilen konnte, dass er seine Arbeit getan hatte. All dies kam während des Prozesses ans Licht. Am 18. August 2009 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen die damals 21-jährige Eva Bracamonte Feva sowie die 24-jährige Liliana Castro und Alejandro Trujillo wegen schweren Mordes. Am 9. September desselben Jahres wurden Eva und ihre Partnerin dem Gericht vorgeführt. Wenige Stunden später wurden sie in ein Hochsicherheitsgefängnis überführt.
Im folgenden Jahr wurde Trujillo, der mutmaßliche Täter, von Argentinien in ein peruanisches Gefängnis verlegt. Ein weiteres Jahr später wurden für Eva und Liliana jeweils 35 Jahre Gefängnis und eine Entschädigung für die Angehörigen der Verstorbenen in Höhe von 900.000 gefordert. Am 11. September 2011 verließen Eva und Liliana nach langem Aufenthalt auf dem Gefängnisgelände die Justizvollzugsanstalt und mussten den Hausarrest in getrennten Wohnungen wahrnehmen. Am 15. Oktober 2012 wurde Eva schließlich wegen des vorsätzlichen Mordes an ihrer Mutter Miriam Pfeffer zu 35 Jahren Haft verurteilt. Liliana Castro wurde hingegen aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Alejandro Trujillo erhielt ebenfalls eine Haftstrafe von 35 Jahren. Später, am 17. Mai 2013, forderte Eva die Aufhebung des Urteils und am 25. September verteidigte sie sich selbst, indem sie ihren Bruder beschuldigte, ihr etwas angehängt und alle Beweise gegen sie gefälscht zu haben. Daraufhin forderte sie eine gründlichere Untersuchung. Nach einigen Tagen erklärte der Richter Evas Urteil für null und nichtig und kündigte an, dass der Prozess erneut stattfinden würde. Bis dahin sollte Eva frei bleiben. Als Ergebnis dieses Prozesses wurde sie also freigelassen. Daraufhin beschloss sie, die spanische Staatsbürgerschaft anzunehmen und ihr Land zu verlassen. Im Jahr 2015 fand ein weiterer Prozess statt, auf dessen Grundlage Eva und ihr Vater Marco Bracamonte, der die ganze Zeit über im Verborgenen blieb, verurteilt werden konnten, weil sie zu mehreren Anhörungen in dem Fall nicht erschienen waren. Ariel sagte unterdessen, dass sein Vater Informationen über ihn verbreitet habe, die seine Ehre verletzten. Sein Vater machte ihn für den Tod von Miriam verantwortlich. Ariel behauptete auch, dass sein Vater ein Video gedreht habe, das ihm angeblich die Augen über einige der Umstände des Vorfalls geöffnet habe. In diesem Video zeigte der Mann Aufzeichnungen von Anrufen und Nachrichten zwischen Ariel und seinem Partner, aus denen hervorging, dass Ariel der Mörder oder der Auftraggeber der Tat gewesen sein könnte. Der Freund selbst behauptete, dass dies alles eine Lüge sei. Besonders wichtig war die Nachricht, in der er sagte, dass er sich gegen 11.49 Uhr nachts mit jemandem treffen würde. Und das Verbrechen geschah tatsächlich genau zu dieser Zeit. Außerdem sagte Ariel während seiner Aussage eine Menge Dinge, die der Aussage seines Vaters widersprachen. Auch, dass sein Geständnis, schwul zu sein, vor Miriam nicht so ruhig war, wie er zuvor behauptet hatte. Er hatte mehrfach erklärt, dass er sich mit seiner Mutter gut verstand und sie nichts gegen seine Beziehung hatte. Angeblich hielt sie ihn sogar für mutig. Nach Evas Aussage war dies jedoch nicht der Fall. Angeblich sagte ihr Bruder seiner Mutter nichts und Miriam erwischte ihn zufällig in Gesellschaft eines anderen jungen Mannes. Infolgedessen kam es zwischen Ariel und seiner Mutter sogar zu einem ziemlich großen Streit, den seine Schwester zu schlichten half. Vielleicht kommen eines Tages neue Fakten zu diesem Fall ans Licht. Wer weiß. Im Jahr 2019 veröffentlichte Eva ein Buch mit dem Titel »Dort hinter der Mauer«, in dem sie über alles sprach, was ihr nach dem Tod ihrer Mutter widerfuhr. Sie sprach auch ein wenig darüber, wie es ihr ergangen ist und warum sie sich entschlossen hat, von Peru nach Spanien zu ziehen. Vor dem Gefängnis befand ich mich in einem schrecklichen Geisteszustand. In vielerlei Hinsicht wurde das Gefängnis zu meiner Verteidigung. Und natürlich habe ich dort gewisse Verbindungen geknüpft. Es war mein Zuhause, ein Ort, an dem ich mich sicher fühlte. Ich fühlte mich angenommen und eine von vielen. Draußen habe ich so etwas nicht erlebt, weil ich mit den Menschen um mich herum absolut nichts gemeinsam hatte. Im Gefängnis hatte ich meine Routine, meine Freunde und mein Zimmer. Ich wusste, wie alles funktionierte. Die Depression nach dem Tod meiner Mutter ließ mich die Welt um mich herum ignorieren. Ich fühlte mich nirgendwo sicher. Ich hatte sehr wenig Selbstliebe in mir. Eva ist derzeit in einer Beziehung mit einem Mann und vor nicht allzu langer Zeit hat sie ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Sie sagt, sie fühle sich endlich in Frieden. Ariel hingegen ist mit seinem Partner verheiratet. Dies ist ein sehr schwieriger und verwirrender Fall. Teilen Sie uns Ihre Eindrücke und Theorien darüber mit, wer wirklich für den Tod von Miriam verantwortlich ist. Lassen Sie uns in den Kommentaren darüber diskutieren. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Ich hoffe, Sie fanden es interessant. Wenn ja, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und einen Kommentar zu hinterlassen. Ich danke Ihnen sehr.
bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Like. Über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal im nächsten Video.